Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Redezeit hier aus dem DK-Forum. Ja, liebe Zuschauer, bei uns wird es heute definitiv sehr rockig. Wir sprechen gleich mit Musikern einer Band, die mittlerweile als eine der renommiertesten Rockbands in der Ingolstädter Musikszene gilt. MAD gibt es bereits seit 2003. Seitdem haben die Jungs aber großen Erfolg, auch weit über die Grenzen Ingolstadts hinaus. Bevor wir mit ihnen sprechen, hier erstmal ein kleiner musikalischer Vorgeschmack. Ja, wie man sieht, liebe Zuschauer, hier rockt die Bude und ich freue mich jetzt sehr auf die beiden Musiker. Zum einen Jochen S. Bache, er ist Sänger und Manager der Band. Herzlich willkommen. Und Servus. An Robert Meyer, den Gitarristen. Schön, dass ihr da seid und es Hallo. Geschafft habt, heute zu kommen. Ihr arbeitet gerade an einem neuen Album. Erzählt mal kurz, Jochen, wie läuft's? Ja, wir sind gehen fleißig zu Werk und basteln so unsere Nummern peu à peu zusammen. Und wenn wir die soweit haben, dass man alles zu unserer Zufriedenheit ist, dann werden wir so Ende des Jahres etwa, ist so geplant, Pi mal Daumen, ins Studio gehen. Und wir hoffen, dass wir dann im Frühjahr bis Sommer nächsten Jahres das neue Album veröffentlichen können. Also die Studioarbeiten ziehen sich immer ein bisschen hin, oder? Das dauert ein bisschen. Wie muss man sich das vorstellen, Robert? Ja, das ist richtig. Studioarbeiten an sich, die ziehen sich hin. Allerdings muss man auch noch dazu rechnen, die ganze Vorbereitungszeit. Der Jochen hat es ja jetzt gerade schon angesprochen, die Stücke müssen auch überhaupt erstmal entstehen. Das ist eine ganz schöne Arbeit. Dann muss man die Stücke auch spielen können, man muss sie proben. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, Studio ist die eine Sache, da ist die Musik aufgenommen, aber sie ist ja noch gar nicht verpackt. Das heißt, man muss sich Gedanken machen über das Cover und das kostet auch Zeit und Energie. Also von daher ist das schon mal gar nicht so verkehrt, wenn der Jochen sagt, das kann dann schon bis Sommer nächsten Jahres dauern. Man braucht mal wahnsinnig viel Geduld, oder? Bis sowas mal steht und fertig ist, glaube ich, kann sich der Laie gar nicht so vorstellen. Wir denken immer, ja, die machen ein paar Songs und spielen sie ein und dann ist gut. Aber das dauert wirklich eine ganze Weile. Also vor allem das Schlimmste ist dann auch immer, wenn man dann mal im Studio war und das schon mal einen Vorgeschmack so bekommen hat, ist man immer ganz, man schaut man immer schon mit den Hufen. Wann kann man es denn mal richtig fertig hören? Wann ist es denn gemischt, gemastert und wann kann man denn mal das endliche Ergebnis hören und mal sehen, wie ist es denn geworden? Wenn dann die CD auch auf den Tisch legt, oder? Dann ist dann schon so ein gutes Gefühl. Wie läuft denn euer aktuelles Album derzeit? Mei, je nachdem, wie man sieht, einerseits toll, andererseits ja, eigentlich fürchterlich. Also, das ist wirklich eine Frage der Perspektive. Nee. Das muss man halt auch sagen, was so, ich kenne es jetzt zum Beispiel auch von meinen Gitarrenschülern, wenn die mich so fragen, und Robert, du hast ja da so eine tolle Band und so. Was einfach normale Menschen gar nicht berücksichtigen, da kann man aber auch gar keinen Vorwurf machen, wie dieses Musikgeschäft eigentlich aufgebaut ist, vor allen Dingen jetzt auch in der Gegenwart. Und auch bei Bands, die wirklich gut im Geschäft sind, die Verkaufszahlen, die sind nicht mehr so hoch, wie sie vielleicht noch vor 10, 15 Jahren waren. Und eine Band wie uns, gut, du hast jetzt vorher gesagt, wir sind hier ganz toll erfolgreich am Start, aber wir sind trotzdem eine kleine Band, das muss man ganz klar sagen. Ja. Und also ich kann nur eins sagen, ich freue mich über jeden, der mir eine CD abkauft. Das ist doch schon mal eine Aufforderung nochmal, oder? Irgendwie an die Zuschauer. Jetzt habe ich mich ja auch natürlich ein bisschen eingelesen über euch und da steht ja überall, werden verglichen mit Musikgrößen wie AC/DC. Wie geht ihr denn mit sowas um? Freut einen einerseits wahrscheinlich, oder? Aber ist das auch ein bisschen... Ja, sicher. Man ist natürlich einerseits geschmeichelt, andererseits kann es auch manchmal ganz schön nerven. Ja.
weil wir sind definitiv nicht AC/DC. Wir klingen auch nicht wie AC/DC. Wir haben vielleicht einen ähnlichen Stil. Sage jetzt mal, gerade mit AC/DC, das liegt wahrscheinlich oftmals einfach auch an meiner Stimme, die mal so ein bisschen in diese Richtung gehen kann. Ich persönlich finde überhaupt nicht, dass ich mich anhöre wie Bon Scott oder auch wie der Sänger von Krokus, wie Mark Storrs. Finde ich persönlich überhaupt nicht. Ja. Aber gut, ich meine, wenn andere Leute der Meinung sind, und es schmeichelt mir auch irgendwo. Ne? Aber ich persönlich finde eigentlich, dass wir eigentlich unseren eigenen Stil haben, der manchmal sehr ein bisschen ungewöhnlich ist. Wir machen manchmal Sachen, wo man sagt, das macht man eigentlich nicht. Dann sind unsere Alben eigentlich in der Regel sehr, sehr abwechslungsreich. Gut, also ihr seid ihr und das ist ja auch völlig gut so. Wenn man jetzt, sage ich mal, wie realistisch ist das denn jetzt gerade bei AC/DC oder so, die sind ja weltweit bekannt und haben wir Durchbiss oder so. Wenn man da jetzt so, sage ich mal, bei seinen Proben sitzt oder Aufnahmen, hat man dieses Gefühl manchmal auch und denkt sich, Mensch, wäre doch schon mal toll, sowas auch zu schaffen. Ist natürlich jetzt nicht wirklich realistisch, oder Jochen? Wie ist das? Wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und die richtigen Leute trifft, kann sowas durchaus mal passieren. Und natürlich wäre man auch froh, wenn man mal so richtig Erfolg hätte und auch mal Riesenfestivals spielt und solche Sachen. Aber ansonsten ist man auch froh mit dem, was man einfach kriegt und wenn man hin und wieder mal gute Auftritte hat. Und ihr habt ja jetzt auch wirklich gute Auftritte, glaube ich, in letzter Zeit oder in den letzten Jahren auch wirklich gehabt. Euch gibt es seit 2003, aber in dieser Formation, glaube ich, erst seit 2009. Ja. Gegründet wurdet ihr 2003. Jochen, du warst so der, sage ich mal, Treiber des Ganzen, der, oder? Der Andreas und ich, wir waren eigentlich so die Gründungsmitglieder sozusagen. Wir haben uns da zusammengeschmissen und gesagt, Mensch, dann machen wir jetzt was. Und wir hatten damals noch eine andere Band und haben uns dann da so, das hat sich dann eben so rauskristallisiert. Und wir haben einige Besetzungswechsel zwischendrin gehabt, aus verschiedenen Gründen. Seit 2009 ist der Martin Pöndl zu uns gestoßen. Der wohnt jetzt nicht mehr in Freudenstadt, jetzt wohnt er in Stuttgart seit diesem Monat. Und ist auch ein Profi in dem Geschäft und da sind wir eigentlich sehr froh drum, dass der mit dabei ist. Okay, also ist ja, glaube ich, auch normal bei einer Band, dass sich das immer mal wieder ändert, oder? Das kommt immer darauf an, wie man da miteinander auskommt. Wie kam es denn zu diesem Namen? Der ist ja jetzt wirklich MAD, was heißt da ausgesprochen? Maniacal Area Damage. Klingt jetzt ein bisschen Damage. Ja, klingt ein bisschen bescheuert. Nein, nicht bescheuert, das habe ich nicht gesagt. Aber einfach, ist aber auch so. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, als wir uns gegründet haben, hatten wir der Hauptgrund für diesen Namen war der damalige Schlagzeuger. Muss man ganz klar sagen. Wir alle waren ein bisschen auch generell sowieso musikverrückt, das sind wir so oder so. Aber es war einfach Umtreiber, oder? Ja, also hat Damage gemacht, Schaden angerichtet. Es gibt ja sogar einen Song, der ihn thematisiert, oder? Sozusagen, auf dem ersten Album. Also ich meine, er hat schon so eine Art gehabt, er war ein furchtbar netter und man konnte sehr viel Spaß mit ihm haben, aber es war einfach so, dass er einen manchmal echt zum Wahnsinn getrieben hat. Und dann haben wir gesagt, hier gibt es ja den Spruch, wo sind die alle ausgebrochen? Und deswegen hat diese Assoziation mit Maniacal Area Damage. Okay, alles klar, verstanden. Naja gut, aber wenn man verrückt ist, ist das ja grundsätzlich nicht schlecht, genau. Oder? Das ist ja oft auch was Positives. Jetzt macht ihr, habe ich auch gelesen, den sogenannten True Rock. Robert, was versteht man denn unter True Rock? Naja, ich kann da ganz unbefangen drüber sprechen, weil ich habe den Namen nicht erfunden. Aber es ist ja irgendwie klassischer Hardrock und Heavy Metal, oder? So eine Mischung ist das. Ja, also es ist so, man ist ja immer gezwungen, diese Schubladen zu bedienen. Das heißt, man wird zum Beispiel gefragt, du, was machst denn du für Musik? Und normalerweise ist es so, dass Musiker sich selber sehr schwer tun und dann ewig lang um den heißen Brei rumreden. Weil man sich natürlich schon immer selber als sehr individuell empfindet, ob man es nun ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Und bei uns geht es aber auch darum, eine Schublade, also ein Schlagwort zu finden. Und es hat sich einfach im Laufe der Zeit ergeben. Rock-Music machen wir sowieso. Und es gibt halt den Begriff True Metal. Und das ist eben eine Synthese aus True Metal und klassischer Rockmusik. Eigentlich, Jochen, du hast dir den Begriff einfallen lassen. Ja. Du wolltest zum Ausdruck bringen, dass wir eigentlich klassischen, harten Rock spielen. So könnte man es ungefähr mit sagen. Mit so ein bisschen diesem True Metal-Einschlag.
ja, das so ein bisschen in diese Richtung geht. Gut, also die Insider werden auf jeden Fall wissen, ja, ich denke, das, von was man spricht. Und dass man das dann schon erkennt, Zuschauern um was vorhin es auch geht. Gezeigt. Jetzt seid ihr ja, das finde ich ja schon toll, 2005 bei diesem Aqua, also ihr müsst mich verbessern, wenn ich das falsch sage, Aqua Turbo Band Contest, seid ihr in der Kategorie beliebteste Band und beste Band auf Platz 2 gekommen. Genau. Was war das für ein Wettbewerb? Oder wie? Das ist hier der Aqua Turbo Band Contest, der hat bis, also der findet eigentlich jedes Jahr statt, der heißt jetzt mittlerweile nur anders, der heißt jetzt, glaube ich, Maxi DSL Contest, glaube ich. Ah ja, okay. Dann. Wie gesagt, findet jedes Jahr statt und wir haben uns da einfach mal beworben, haben gesagt, mitgemacht und machen sofort wir mit. Und in die also Herzen 2000, der Zuschauer 2000, gespielt. Wir waren das erste Mal waren wir, glaube ich, 2004 mit dabei, 2005 waren wir nochmal mit dabei und dann 2007, glaube ich, wieder irgendwie sowas. Und ja, das ist einfach, weil es einfach auch Spaß macht bei diesem Contest, da geht es uns eigentlich nicht nur um den Contest an sich, sondern man hat ein schönes Publikum, man hat eine große Bühne und ja, wenn man Glück hat, kann man auch noch ein bisschen was mitnehmen. Und von genau, dem aber gut, beliebteste Band und beste Band, das ist jetzt auch nicht so schlecht, oder? Nö, die Auszeichnung mal zu bekommen, ist okay. So von den Fans oder von den, ich meine, ich denke, die Fans stimmen ab, oder? Oder wie läuft die, das? Also bei beliebteste Band stimmt das Publikum ab und beste Band stimmt da, glaube ich, die Jury ab. Okay, gut. Also aber ist ja schon mal ganz nett, wenn man das so sagen bekommt. Nimmt man gerne mit. Das glaube ich. Wir machen eine kurze Pause und dann wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr über euch erfahren. Bis gleich.